Danke. Das kleine Luder hat mich gebissen. Ach nein, sie hat ihn gebissen. Rechte oder linke Seite? Das dürfen Sie entscheiden, Schwester Tina. Hältst du mal? Gib jetzt gleich einen kleinen Pieks. Und so, fertig. Was war denn das jetzt, Schwester? Eine Tetanus-Auffrischung. Tetanus? Ich brauche was gegen Tollwut. Sie hat mir angerufen? Ja, gut, dass Sie gekommen sind. Die fühlt sich auf. Ja, kommen Sie mal bitte mit. Wer ist das denn? Das ist die junge Frau, der sie vors Auto gelaufen ist. Sie können sie gleich mitnehmen, aber bitte denken Sie dran, dass wir eine Kostenübernahme vom Sozialamt brauchen, ja? Ich kümmere mich drum. Ihr könnt doch nicht ein junges Mädchen hier mit Handschellen festmachen. Entschuldigen Sie mal, ich habe auch noch andere Sachen zu tun. Ich kann hier nicht den Babysitter machen. Den Angreifer, den haben Sie nicht gesehen? Ich habe gar nichts gesehen, ich habe nur den Schlag gespürt. Keine Beschreibung, nichts sonst? Er hat Schlampe zu mir gesagt, ganz Hass erfüllt. Also das Gesicht habe ich jetzt auch nicht gesehen, das ging auch alles viel zu schnell. Das Ganze ist jetzt wie lange her? Mein Zug kam 20 nach 9 an, knapp 2 Stunden. Schau nach vorn. Überlass George die Firma und mach mit mir diese Kreuzfahrt. Anne ist eine schwierige Person, ich weiß. Aber ich liebe sie. Ich liebe sie, wie sie ist. Eine gemeinsame Reise könnte sie endlich von ihrer Vergangenheit ablenken. Genau das. Mensch, ich möchte, dass meine Mutter endlich wieder glücklich ist. Mit dir. Du stellst dir also vor, ich trete als Strohmann für dich auf. Ja. Marion kennt dich nicht. Sie hat dich nie zuvor gesehen, also wird sie auch keinen Verdacht schöpfen, wenn du dich für das Cottage interessierst. Das stimmt. Also gut. Aber du musst mir eins versprechen. Anne darf nie etwas davon erfahren. Ich glaube, das liegt im gegenseitigen Interesse. 2 Lager, bitte. Ja, ich kenne deine Mutter. Ich könnte mir vorstellen, dass sie schon auf die gleiche Idee gekommen ist, einen Strohmann vorzuschicken. Wie möchten Sie das Geld mitnehmen? Ach, hier, Tüte. Möchten Sie noch nachzählen? Wenn Sie mir dann bitte noch quittieren wollen. Vielen Dank. Danke. Gerne, Herr Falkenstein. Tschüss. Ja. Tschüss. Das ist jetzt ganz blöd mit den ganzen Einbahnstraßen. Wissen Sie was? Am besten Sie lassen den LKW stehen. Gehen hier ins Haus. Über den Hof, dann hinter dem Haus an der Wäscheleine rechts vorbei, über den Kinderspielplatz und dann sind Sie im Prinzip auch schon da. Alles klar, Hof, Wäscheleine, Kinderspielplatz. Who are you talking about, you two? Just the kid we met.